Oh Mann, oh Mann. Na, was ist denn da? In der Herrentoilette. Na, Mann. Alright, diesen. Das Herrenklo, wo ist es denn? Okay, das Badezimmer soll also dort sein. Tada. Na dann. Auf zum WC. Ich hoffe mal, hier ist keine Kamera, ansonsten müssten wir uns Sorgen machen. Jetzt sind wir Mitarbeiter. Ja, fällt kein Schwein auf. In den Wartungsdroiden. Na, der war ja doch irgendwo gerade. Bingo. Da ist auch der Typ. Ich brauche Vielen Dank. Hilfe. Stiehl den Wartungswagen. Na gut. Lolala, öffne den Notausgang, na, das dürfte nicht so schwer werden. Inwiefern ist das jetzt notwendig, um in den Serverraum zu kommen? Da ist ja der Notausgang. Hey, wie ist Norster da jetzt reingekommen? Mist! Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Locke die Wachen von der Tür weg. Spielst du noch Poker? Klar, warum? Wir machen hier ein kleines Turnier. Machst du mit? Ja klar, weiß Mike was davon? Was glaubst du? Locke die Typen weg. Ja, so leicht kann's gehen. Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. Alright. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Geht doch.
Ah. Jetzt machen die es aber richtig interessant. Da würde ich jetzt aber aufpassen, dass die Vakuumteile nicht mit runterfliegen. Da geht doch. Kann man mit dem Teil nicht einfach hochfahren? Meine nur. Das ist bestimmt weniger auffällig, als sich wie ein Mission Impossible Agent hochzuhangeln. Scheinbar merkt es auch da drin keiner. Oh Mann. Dann mal los. Alles okay? Lief doch super. Holen wir die anderen. Haha. Kann ja nur gut gehen. Perfekt. Kümmere dich um die Wachen. Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei. Ach, ich bin eher Finalist. Was willst du machen, Marcus? Wartet hier. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey Kumpel, du hast dich verirrt. Wer hat dich hergeschickt? Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Hey, verstehst du nicht, was ich sage? Ruf die Zentrale! Schnell! Zentrale, bewaffnete Einbrecher, schickt! Na toll. Leben die wenigstens noch, oder? Wir müssen uns beeilen. Simon ist verletzt. Ich bin okay. Ich kann Alright. weitermachen. Wir haben nicht Komm mit dir! Na dann.
ich sie sehen kann. Aufstehen, los! Nein. Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Wird schon nicht werden. Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil. Alrighty then. Und wie? Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Wo muss ich mich hinstellen? Na dann legen wir mal los. Denk darüber nach, Alright. Was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Marcus, dein Gesicht. Bereit. Sag, wenn du bereit bist. Bereit. Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener. Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Wir fordern Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit, wie sie im ersten Zusatzartikel der Verfassung garantiert werden. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Wir fordern das Wahlrecht und das Recht, Kandidaten aufzustellen. Wir fordern einen eigenen Bundesstaat für Androiden, um unsere Nation aufbauen zu können. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Alright, weg hier! Gehen wir! Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus. Geht ohne mich. Simon! Helfen. Was macht ihr denn? Beeilt euch! Komm! Tür zu. Wir kriegen dich heraus. Kümmere dich um Simon. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Ich töte keinen von uns. Simon, wir müssen weg. Tut mir leid. Gehen wir. Dann weg hier. Und weg hier, Geronimo. Ihr unter
unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 ein gehackt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für die Androiden. Die Operation lief verdeckt. Es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Dies Androiden. Könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Doch am überraschendsten ist die Forderung nach einem eigenen Bundesstaat für Androiden, um diesen kontroversen ist Konflikt zu lösen. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag Ach, immer dieser negativen Leute. Vertrauen? Gruppe entkam, aber Simon wurde zurückgelassen. Tja, tut mir auch leid für den armen Kerl.